Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es mal wieder ein kleines FAQ, das heißt, ich beantworte wieder eure Fragen. Es sind sehr, sehr viele interessante Fragen dabei, die wir heute wieder behandeln werden, wie Ärzte, meine Freunde. Freunde, es sind wieder viele Fragen dabei und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr mir da alles gestellt habt. Und Freunde, ich würde sagen, ich zück direkt mein Handy. Für die Leute, die es nicht wissen, Freunde, ihr schickt mir Fragen bei Instagram. Ich erhalte sie hier und beantworte sie live vor der Kamera. Ja, genau. So, Freunde, die erste Frage kommt von Green Eyes White Boy. Also, keine Ahnung, was das wieder für ein Name ist. Er fragt, wann geht es richtig los mit den Streams? Und das ist sowieso eine Frage, die ich jetzt hier am Anfang sowieso schon mal beantworten wollte, aber sie wurde wirklich gestellt. Freunde, wann geht's los mit den Streams? Ihr müsst wissen, Anton und ich sind schon wirklich gerade auf Hochtouren dabei, das gerade alles Wir sind gerade schon wirklich gut dabei, das alles einzurichten. Das heißt, wir holen uns jetzt schon die meisten Sachen ran. Wir haben eine neue Cam geholt, wir haben neue Lichter geholt, wir haben eine Elgato, wir haben Streaming Gag. Wir sind gerade wirklich alles dabei zu kaufen. Also ich nehme da in letzter Zeit echt viel Geld in die Hand. Anton gibt sich da auch wirklich sehr, sehr viel Mühe, deswegen nochmal Grüße gehen raus. Wir sind da wirklich krass dabei. Demnächst werden wir hier alles einrichten und Freunde, sobald alles fertig ist, das heißt, wenn der Twitch-Account erstellt ist, alles, dann gebe ich euch natürlich als Ersten Bescheid. Und dann werden auch wirklich jeden zweiten, jeden dritten Tag irgendwelche Streams kommen von geisteskranker Qualität und natürlich von geisteskranken Content. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Genau. Anton.028 fragt, wie viel Geld schon für FIFA 20 ausgegeben? Ey, das ist eine gute Frage, Digga. FIFA 20 hat mir auf jeden Fall schon den ein oder anderen Zacken aus der Krone rausgerissen. Liebe Grüße an Monte. Ich würde sagen, für FIFA 20 habe ich schon gute 160, 180 Euro ausgegeben. Und natürlich auch noch 80 Euro, die durch Spendengelder reingekommen sind. Das heißt, 80 Euro von euch in mein FIFA investiert. Genau. Tomi fragt wieder, wann beginnen die Streams? Freunde, bald beginnen die Streams. Haltet nochmal durch und dann geht's bald los. Nächste Frage kommt von Madi Ketchum. Kannst du dir vorstellen, ein Elektrofahrrad zu kaufen? Freunde, ein Elektrofahrrad kommt für mich klar in Frage. Ich wohne auf dem Berg. Ich muss hustlen, wenn ich den Berg hier hochfahren will. Das ist anstrengend, das ist krass. Das heißt, klar wird ein Elektrofahrrad in Erwägung so gezogen. Erstens, es ist scheiße teuer. Ja, es ist todesteuer. Aber das wird man irgendwie vielleicht hinkriegen. Aber Freunde, jetzt kommt's. Ich werde mir niemals eigentlich ein Elektrobike holen. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip, Freunde. Weil ich bleib der OG. Ich werde hier, auch wenn ich 50 bin, mit dem Fahrrad noch hochfahren. Das ist mir Wurst. Ich werde mir niemals ein Elektrobike holen, wenn ich das hier sehe. Leute, ich bin hier auf der Hohenrate unterwegs. Ne? Ich fahre hier wirklich den Berg hoch, bin richtig am Hasseln. Und dann kommen, sehe ich hinter mir halt Leute und die kommen da wirklich mit Schmackes an mir vorbeigefahren. Und ich denke, das kann ja nicht angehen. Die nächste Frage kommt von L-B.04. Wie bist du mit Revi Kilian in Kontakt gekommen? Freunde, auch eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wurde. Vielleicht jetzt auch bezogen auf die Instagram-Story gestern, wo Revi das Häufchen von seinem Hund weggemacht hat. Wie bin ich mit denen in Kontakt gekommen? Mit Kilian, das ist eine echt längere Story, die will ich jetzt gar nicht fett auspacken. Und halt mit Revi so über Kilian, kann man jetzt auch schwer erklären, keine Ahnung, Alter. Freunde, nächste Frage kommt von Noah-Baske und er fragt, Alge? Fragezeichen. Bring Alge, 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 jawohl! Alge, 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 jawohl! Jawohl! Dann kommt die nächste Frage von Flex.bode. Heute wieder oben in der Süd bei Mehmet. Freunde, wir haben es 12 Uhr, Mehmet hat noch geschlossen, aber ansonsten jeden Sonntag. So, Freunde, dann eine sehr, sehr coole Frage. Top 3 Lieblingsgetränke von Moritz.mgn. Meine Top 3 Lieblingsgetränke, also Freunde, auf jeden Fall Mezzomix, Lipton Zero und was nehmen wir noch mit rein, Jungs? Also safe Mezzomix, safe Lipton Zero und sonst irgendwie, keine Ahnung, Landliebe, Kakao oder so. So, Freunde, kommen wir dann auch schon zu einer der letzten Fragen. Ich habe heute echt nicht viel Zeit. Business Boomen, dies, das und so. Unterstrich JXHXNNES unterstrich unterstrich. Nein. Was willst du in der Zukunft noch erreichen, Freunde? Was will ich in der Zukunft noch erreichen? Klar, ich möchte meinen Abschluss bei der Schule machen, das ist mal alles hier hingestellt. Will ja jeder irgendwie, ne? Aber worauf ich auf jeden Fall Bock habe, ich weiß, ich werde es jetzt hier wieder ansprechen, aber ich habe Bock auf dieses Streaming, den Jungs.
Freunde, ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses ganze Streaming-Ding, weil, also wirklich, es ist einfach ein Traum von mir, so ein Streamer, sage ich jetzt mal, zu sein. Und ich habe Bock, das auf jeden Fall durchzuziehen und wirklich halt, wirklich jeden zweiten, jeden dritten Tag immer einen Stream rauszuhauen, abends gegen 19 Uhr. Und dann kommt da alle rein ins Ding und dann streamen wir, reacten auf Videos, zocken Games und so. Da habe ich auf jeden Fall übertrieben Bock drauf. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und die letzte, ach komm, scheiß drauf, was für letzte Frage. Jungs, haut rein, ey, oder was?